Star Citizen und Squadron 42 übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es natürlich um das Inside Star Citizen. Das erste im neuen Jahr 2021. Ich übersetze euch den Star Citizen Newsletter und den Squadron 42 Newsletter und es gibt jede Menge zusätzliche Erklärungen. Da wären zum einen Vertices, mit denen wir auch gleich anfangen, und Bounding Boxes. UV2s, ich habe mich gefragt, was TPS-Abfragen sind, und habe mich schlau gelesen über Subsurface Scattering. Es gibt einen Exkurs zu Boundary Occlusion und wie im vergangenen Jahr versprochen, habe ich den Tobii-Eye-Tracker mal getestet auf meinem 32:9 49 Zoll Monitor und erzähle euch von meinen Eindrücken und warum ich mich am Ende gegen die Nutzung entschieden habe. In Star Citizen haben wir viele dieser riesigen, komplizierten Planeten. Und die Art und Weise, wie wir das lösen konnten, ist, anstatt jedes Vertice des Planeten zu speichern, wie man es in einem traditionellen Level-Editor tun würde, speichern wir Höhenkarten, Heightmaps und andere Daten über den Planeten und bauen dann Teile des Planeten um den Spieler herum. Bevor wir mit dem Inside Star Citizen jetzt starten, möchte ich zwei Begriffe im Vorwege erklären. Vertices und Bounding Boxes. Verschiedene Arten von Objekten werden mit Hilfe von Vertices aufgebaut. Das sind Punkte im dreidimensionalen Raum, auch Vertex genannt. Solch ein Vertex ist also ein Punkt im Raum, der eine eigene 3D-Position im Koordinatensystem und im Regelfall einige zusätzliche Informationen enthält, die ihn definieren. Jeder Vertex wird durch diese vier folgenden Attribute beschrieben. Seine Position im dreidimensionalen Raum identifiziert ihn durch die X-, Y- und Z-Koordinate. Die Farbe und eine Textur, also ein 2D-Bild, das das Vertex verwenden kann, um die Oberfläche, zu der dieser Vertex gehört, mit der Textur anstelle nur einer einfachen Farbe zu dekorieren. Und als viertes das sogenannte Normal, was die Richtung beschreibt, in die der Vertex ausgerichtet ist. Ihr könnt euch also vorstellen, dass die Berechnung eines Planeten anhand von Vertices sehr rechenintensiv ist, weshalb CRG sich eine Alternative ausgedacht hat, um diese komplexen Planeten zu erstellen. Und als nächstes noch Bounding Boxes. Was ist das? Bounding Boxes sind imaginäre Boxen, die sich um Objekte herum befinden, die auf Kollisionen geprüft werden, wie zum Beispiel Spieler und NPCs, die sich in den Landing Zones bewegen, Raumschiffe, Fahrzeuge, Schilder, Straßenlaternen, was auch immer. Die Objekte werden dazu in ein 3D-Koordinatensystem gelegt, welche auf einem 2D-Koordinatensystem navigieren. Das 3D-Koordinatensystem ist dabei ein Begrenzungsrahmen, die Bounding Box, die als Bezugspunkt für die Objekterkennung dient und einen Kollisionsrahmen für dieses Objekt erstellt. Die Kollisionserkennungsalgorithmen der Spielrollen durch die Klassifizierung der Modelleigenschaften durch diese Bounding Box werden im Spiel optimiert und die Komplexität der Erkennung wird reduziert, da nicht alle Abfragen auf die komplexen 3D-Modelle, sondern nur auf die Bounding Box erfolgt. Diese Bounding Boxes können dabei auch dynamisch sein. Das animierte GIF unten zeigt ein grafisches Beispiel für eine Bounding Box, die seine Größe an das rotierende Objekt anpasst. Die Box ändert ständig ihre Abmessungen, um sich an das darin enthaltene Objekt anzupassen. Dabei werden Bounding Boxes nicht nur in Computerspielen verwendet. Schon moderne Autos von heute verwenden sie, um Objekte zu identifizieren, und mittels dieser Erkennungsdaten wird das Auto in die Lage versetzt, durch die Welt zu navigieren. In Computerspielen werden Bounding Boxes gemeinhin als Hitboxes bezeichnet. Mithilfe der Bounding Boxes werden wir also in die Lage versetzt, Gegner und auch Objekte je nach Gameplay-Definition zu verändern, ergo zu beschädigen, ohne dabei die CPU zu sehr in die Knie zu zwingen, weil diese ganzen Berechnungen eben nicht auf das komplexe Objekt erfolgen, sondern nur auf den Kasten, der um das Objekt gezeichnet wird. Und diesen Begriff der Bounding Boxes, den finden wir jetzt im Inside Star Citizen, aber auch später in dem sehr umfangreichen Newsletter, also
Bitte abspeichern und merken. Zurück zum Inside Star Citizen und der Erkenntnis, dass die Welten nicht ausschließlich anhand von Vertices erstellt werden können, weil sie, wie zuvor erklärt, sehr rechenintensiv sind. Deshalb hat sich CRG für einen anderen, hier skizzierten Weg entschieden, indem sie, wie gesagt, anhand Heatmaps und anderer Daten den Planeten quasi um den Spieler herum erstellen. Wie genau sie das machen, was genau sie damit meinen, das wird hier leider nicht im Detail erklärt. Dieses Vorgehen führte aber zu dem Problem, dass CRG nicht in der Lage war, einzelne Vertices des Geländes zu bearbeiten und zu verändern, wird weiter erklärt durch den Entwickler Will, durch den Programmierer Will. Und hier kommt das Terrain Modification System ins Spiel, das System zur Geländemodifikation. Das System zur Geländemodifikation, zur Geländeveränderung funktioniert, indem CRG Modifikatoren auf den Planeten platziert. Und wenn Sie jedes Stück der Oberfläche bauen, prüfen Sie, ob einer der Vertices eine der gesetzten Bounding Boxes überschneidet. Und wenn das der Fall ist, wendet der Modifikator eine Funktion auf die Z-Koordinate dieses Vertex-Punktes, dieses Vertices an, um ihn an eine bestimmte Stelle zu verschieben, die CRG dann auswählt. Hier haben wir solche Bounding Boxes mit Objekten darin. Die erste Bounding Box enthält einen Glättungsbereich, der verschoben werden kann. Wir sehen, dass der Boden sich glättet. Er kann angehoben oder abgesenkt werden, seine Größe ändern und so weiter. Und hier haben wir einen Krater in der Bounding Box, der gedreht und gewendet werden kann, geschoben, gezogen, der Maßstab geändert, etc. Und das alles geschieht, indem man das Mesh Building System abfragt und Offsets basierend auf einer Funktion auf jedem Vertex innerhalb dieser Box anwendet. Die Boxen können in jedem beliebigen Maßstab verwendet werden, also von einem sehr kleinen Maßstab wie diesem bis hin zu einem viel größeren Maßstab. Will man einen Außenposten hier platzieren, legt man als erstes eine Glättungsfläche an, integriert sie in das Gelände, damit sie gut aussieht und spielt mit den verschiedenen Einstellungen, um den Roll-Off und den Radius der Glättungsfläche zu optimieren. Und dann kann man reingehen und seinen Außenposten aufstellen. Man kann hier sehen, dass alles sehr flach geworden ist. Es gibt kein Clipping der Geländeoberfläche und es sieht alles sehr natürlich und in die Umgebung eingebettet aus, anstatt dass wir ein Terrain-Clipping über die Seiten der Landepads haben. Diese Glättungsbereiche können noch mehr in das Gelände integriert werden, indem wir eine Noisy Edge, eine verrauschte Kante heißt es übersetzt, verwenden, anstatt nur einen perfekt kugelförmigen Rand zu haben. Das heißt, dieser Glättungsbereich hat also eine Noise-Funktion, die auf seinen Radius angewendet wird, sodass man diese Art von ausgefranstem Knittereffekt erhält, wie wir es hier sehen. Das ist also sehr natürlich aussieht, organisch. Wenn man das nun in den Boden einbettet, erkennt man keinen offensichtlichen Kreis um die Stelle, an der sich unser Außenposten befindet. Stattdessen erhält man natürlich wirkende Verwerfungen um den Rand des Glättungsbereichs herum. Der Grund, dass CRG diese beiden Modifikatoren verwendet, ist, dass sie manchmal deutlich machen möchten, dass der Mensch das Gelände auf eine bestimmte Weise geformt hat. Und ab und zu möchten sie einfach nur die Bequemlichkeit eines flachen Bodens, ohne dass es so aussieht, als wäre er von einer großen Gruppe JCB-Bulldozern bearbeitet worden. JCB ist ein Hersteller von Baufahrzeugen. Mit demselben Modifikationssystem kann CRG nun auch Wassermeshes den Vertices hinzufügen. Als erstes muss man die Flusspfade platzieren, weil man das Gelände nicht verändern kann, bevor man nicht weiß, wo die Flüsse langfließen sollen. Um das zu tun, hat CRG, respektive Will, ein Werkzeug zum Platzieren von Flüssen entwickelt. Im Grunde genommen beginnt alles damit, eine Quelle zu platzieren oder einen Ort, wo das Wasser aus dem Boden dringt. Will platziert das hier und wir können sehen, dass es automatisch beginnt, den Weg zu berechnen, auf dem das Wasser fließen würde. Das geschieht in mehreren Schritten. Das System schaut sich die Richtung an, aus der das Wasser kommt, macht einen Schritt in diese Richtung und berechnet einen Bogen aus Punkten. Und dann wählt es den Punkt auf diesem Bogen, der sich am weitesten nach unten bewegt, und fährt dann mit dem nächsten Schritt fort. Will platziert die Quelle also und wir können sehen, dass das System automatisch beginnt, den Weg zu berechnen, auf dem das Wasser fließen würde. Das geschieht in mehreren Schritten. Wie gesagt, schaut sich das System die Richtung an, aus der das Wasser kommt, macht einen Schritt in diese Richtung, berechnet einen Bogen aus Punkten und so weiter. Dann wählt es den Punkt aus diesem Bogen, der sich am weitesten nach unten bewegt und fährt dann mit dem nächsten Schritt fort, bis wir diesen schönen fließenden Pfad erhalten. Hier drüben haben wir einen weißen Punkt und das liegt daran, dass der tiefste Punkt des Bogens tatsächlich höher war als das Wasser zu Beginn. Und wenn wir uns einen Fluss ansehen, werden wir feststellen, dass das Wasser nicht nach oben fließt. Hier ist der Punkt also weiß, weil wir hier den Weg nach unten erodieren müssen, damit das Wasser bis zu diesem Punkt gelangen kann.
Sobald man mit dem entwickelten Flusslauf zufrieden ist, können weitere Quellen hinzugefügt werden, die in den Hauptfluss dann mit hineinfließen. Zum Beispiel könnten wir hier ein bisschen mehr Wasserfluss haben oder wir könnten uns dafür entscheiden, ein bisschen mehr Wasserfluss von dort zu haben, erklärt Will. Und schließlich können wir die Flüsse bewerten und bereinigen. Das bedeutet, dass ein detaillierter Weg zwischen den Knoten berechnet wird, den der Fluss nehmen wird, und es wird auch berechnet, wie viel Wasser durch jeden der Punkte fließen wird. Wenn Will hier also auf diesen Knoten klickt, sehen wir, dass er die Größe 5 hat. Und wenn er ein wenig flussabwärts geht, wo sich mehr Regenwasser im Fluss sammeln wird, ist die Größe 17. Und dieser Wert wird sich weiter nach oben bewegen bis zum tiefsten Punkt, dem Referenzpunkt. Wenn man mit dem Flusssystem als Ganzes zufrieden ist, kann man die Geometrie-Modifikatoren platzieren. Als erstes werden einige braune Decals platziert, was anzeigt, dass sich das Terrain verändert hat. Und tatsächlich hat Will ja auch das Terrain modifiziert, um den Verlauf des Flusses zu zeigen. Wie wir sehen können, wenn Will die Anzeige ausschaltet, haben wir nun einen tiefen Graben, in dem der Fluss fließt und dann sogar das Ufer um den Fluss herum. Aber normalerweise führen Flüsse auch Wasser, also fügt Will nun etwas Wasser hinzu. Natürlich ist das noch in Arbeit und für Demonstrationszwecke wird hier das Meerwasser-Mesh verwendet. Es soll aber beweisen, dass CIG in der Lage ist, Wasser in Form von Flüssen auf den Planetenoberflächen verteilen zu können. Aber es sieht trotzdem noch nicht ganz richtig aus. Wenn man sich einen Fluss in der freien Natur ansieht, der durch ein beliebiges Ökosystem fließt, sei es ein Wald, ein Feld, eine Wüste, wird man feststellen, dass das Gelände um den Fluss herum anders ist. Und das liegt daran, dass das Wasser das Ökosystem beeinflusst. Es entsteht mehr Vegetation und Wachstum um Orte herum, wo es Wasser gibt. Um das so überzeugend wie möglich aussehen zu lassen, wird Will mit dem Hinzufügen von mehr Laub und mehr Ökosystemveränderungen rund um die Flüsse experimentieren. Übrigens, das erwähnt er mehrfach, ist das nur die Ansicht eines Programmierers, also von ihm selbst, weil er kein Grafiker ist und er hat einfach mit dem gearbeitet, was er hier zur Hand hatte. Indem er sich nun ein etwas üppigeres Preset von einem anderen Planeten ausleiht, können wir sehen, dass er diesen wirklich effektiven Look um die Flüsse herum mit viel mehr Bäumen und Bodendeckern erzeugen kann, um wirklich die Idee zu verkaufen, dass das ein Fluss ist, der schon seit Tausenden von Jahren hier ist und durch die Hügel von Microtech fließt. Jetzt, wo Will dieses Ökosystem um den Fluss herum hinzugefügt hat, sieht es wirklich wie ein Fluss aus, der durch die Hügel von Microtech fließt. Das sieht viel mehr nach etwas aus, das schon seit Tausenden von Jahren hier ist, anstatt nur ein bisschen Wasser, das ein paar Hügel hinuntertröpfelt. Offensichtlich werden die Artists, wenn sie sich daran setzen, diesen Fluss zu gestalten, in der Lage sein, viel passenderes Blattwerk und Vegetation zu erstellen, anstatt diese etwas suboptimale Vermischung von verschneiten Bäumen und Laub. Aber Tatsache ist, dass CIG nun die Werkzeuge hat, um prozedural mit nur wenigen Klicks Flüsse zu erstellen. Und das bedeutet, dass wir uns eher früher als später auf Flüsse im Verse freuen dürfen. We can modify the ecosystem around these rivers means that we're going to be able to create some really convincing looking ecosystems. Jedes Jahr, am Ende jedes Jahres, treffen sich die Teams zu sogenannten Summits, um über die Ergebnisse ihrer Arbeiten zu reflektieren, zu bewerten, was bei den Spielern gut angekommen ist, was einen Mehrwert für das Spiel gebracht hat und wo man noch nachbessern muss und was die nächsten Entwicklungsschritte sein werden. Really expands the feel and the options players have. In diesem Abschnitt des ISC wird uns über die Ergebnisse des Summits zum Thema der FPS-Flugerfahrung in Star Citizen erzählt. Dabei ist es so, dass die Daten aus allen Abteilungen gesammelt werden, die Anteil am jeweiligen Gameplay haben. Dieser Blick von quasi außen hilft, die Kernprobleme zu finden, zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Dieses Jahr wurde viel über Gefechtsgeometrie gesprochen, also darüber, wie Schiffe im Gefecht umeinander herumfliegen, wie sie sich gegenseitig bekämpfen. Eine der Möglichkeiten, wie CIG das aktuelle Flugmodell verbessern möchte, war das Hinzufügen von Capacitors, von Kondensatoren, die die Aktionen der Spieler während eines Dogfights sinnvoller machen und mehr Einfluss auf das haben, was die Spieler sehen und tun.
Capacitors bewirken das, indem sie einige der Verhaltensweisen sozusagen kappen, sowie ein sofortiges visuelles Ergebnis und ein sofortiges neues Flugerlebnis liefern. CRG hat sich dazu mit Waffen und verschiedenen Verhaltensweisen von Waffen beschäftigt und wie sie mit Schilden und ballistischer Panzerung interagieren. CRG möchte, dass sich jede Waffe anders anfühlt und eine andere Rolle im Weltraum-Schiffskampf spielt. Am Ende soll nicht nur die Beschreibung besagen, dass man sich in einem leichten Jäger befindet, sondern es soll sich auch so anfühlen im Spiel, dass man mit einem leichten Jäger unterwegs ist. Dieser scheinbar kleine Ansatz birgt viel Arbeit mit vielen Lösungswegen für das vor uns liegende Jahr. Der nächste Schritt ist nun das Prototyping. Und ein großes Risiko beim Prototyping mehrerer Lösungen ist der Umstand, dass eine Lösung vielleicht nicht zu einer anderen passt. Natürlich können nicht alle Lösungsansätze zusammenentwickelt werden und getestet, sondern ein Schritt nach dem anderen. Jede Lösung für sich getestet und am Ende des Jahres wird dann alles zusammengeführt, um im nächsten Summit am Jahresende 2021 darüber zu reflektieren, ob das funktioniert hat, was man heute geplant hat, was zu verbessern ist und wie die Entwicklungsschritte des Folgejahres aussehen werden. Am Ende des Star Citizens hüpft Will noch einmal in die Sendung und zeigt, dass er an einer Überlegung bastelt, dass Granaten eigentlich Löcher im Boden hinterlassen müssten. Wie das als gedanklicher Lösungsansatz aussehen kann, zeigt er uns hier kurz. Wie gesagt, das ist Programmierarbeit von ihm allein und nur ein Gedankenspiel, aber er wollte es uns gerne einmal zeigen, mit welchen Ideen er sich gerade beschäftigt. Obviously, this is me messing around. This isn't something that's in game, but just something that I've been having a little bit of fun with. Hopefully, we'll be able to use something like this in the future. But no promises. This is just a bit of fun. Gehen wir weiter zum Squadron 42 Newsletter. Das Team für die Social AI, für die Gesellschafts-KI, arbeitete an den Usables, den Gebrauchsgegenständen, die erforderlich sind, um einen vollständigen Zyklus der im letzten Squadron 42 Newsletter erwähnten NPC-Chow-Lines zu implementieren, also den Ablauf in den Kantinen. Chow-Line, dieser Prozess umfasst NPCs, die Geschirr einsammeln, Essen und Trinken ausgeben, Besteck aufnehmen, Essen zu einem Sitzplatz tragen, sich hinsetzen, Essen, Trinken, wobei beim Essen und Trinken der Bedarfswert des NPCs von Essen und Trinken abnimmt und anschließend auch ihre Sachen wieder wegbringen, den Tisch abräumen. Das alles baut auf bestehenden Usables auf, nutzt aber Funktionen auf eine Art und Weise, die es vorher noch nicht gab, wobei der Zustand eines vorherigen Usables für den jeweils nächsten Zustand benötigt wird. Zum Beispiel können NPCs kein Essen ausgeben, wenn sie keine Schüssel haben oder keinen Teller. Und sie können kein Essen essen, wenn sie nicht das Besteck zum Essen in die Hand genommen haben. Das Animationsteam verbrachte die letzten zwei Monate des Jahres 2020 mit der Arbeit an neuen FPS-Waffen, der Entwicklung von EVA-Traversal-Animationen, Madpan-Blockouts, Taumel-Bewegungsanimationen, Vandul-Kampf- und Kapitulationsverhalten. Und nicht zuletzt wurden Laufanimationen und Fortbewegungsarten aktualisiert. Zusammen mit dem KI-Team wurde an verschiedenen Aufgaben gearbeitet, darunter in Zusammenarbeit mit dem KI-Team an der Chow-Line und generell an der Kantine, an Aegis Gladius-Inspektionen, Verbesserungen, wenn NPCs joggen oder auch gerade nichts zu tun haben, den sogenannten Idle-Zeiten, Push-and-Pull und verschiedenen Verhaltensabläufen für viele der Kampagnenbesetzungen. Verschiedene Begrüßungen, Verabschiedungen, zufällige Begegnungen, Gesichtsanimationen und storyspezifische Szenen wurden ebenfalls fertiggestellt. Im November und Dezember hat das Character-Team die Charaktere des vierten Kapitels, darunter Moreau, White, Kelly und Webster, einem umfassenden Feinschliff unterzogen. Das beinhaltete die Implementierung einer realistischeren Augengeometrie zusammen mit Texturübergängen und Shader-Verbesserungen, die durch die Arbeit des Grafikteams ermöglicht wurden. Viele Squadron 42-spezifische Outfits, wie zum Beispiel die Uniformen der Deckcrew und des Brückenoffiziers, wurden ebenfalls verbessert. Und die Concept Artists arbeiteten auch an einem In-Game Comicbuch. Im November und Dezember machte das Audio-Team weitere Fortschritte bei Kapitel 4, indem es neue Soundeffekte erstellte und eng mit dem Komponisten von Squadron 42, Geoff Zanelli, an neuer Musik arbeitete.
Das Squadron 42 Feature Team des Engineeringsbereichs arbeitete am Streaming von Object-Containern, vereinfachte das Setup und testete es auf mehreren Leveln. Das Engineering-Team arbeitete auch mit den Designern zusammen, um den Schießstand in der IDRIS zum Laufen zu bringen, der nun von den NPCs systemisch genutzt wird. Im Rahmen der gemeinsamen Arbeiten wurde auch eine Funktionalität für die Designer zur Erkennung von Missionsfehlern, wie zum Beispiel absichtliches Friendly Fire, hinzugefügt. Wenn nun eine bestimmte Bedingung erfüllt wird, zum Beispiel jemand schießt auf seinen Verbündeten, dann wird die jeweilige Mission für den Spieler als gescheitert erklärt und er wird zu der entsprechend vorgesehenen Szene weitergeleitet. Im Zuge der Finalisierung der Zwischenlevels hat das Team mehrere Glitches behoben und eine Reihe kleinerer Feature-Anforderungen erfüllt. Das Weapon-Feature-Team implementierte die neue Multitool-Tractor-Beam-Funktionalität und machte Fortschritte bei einer neuen Hacking-Mechanik, die es den Spielern erlaubt, Sicherheitssysteme zu umgehen. Das Acta-Tech-Team verbrachte den größten Teil des Jahresendes damit, die Entwicklung der Moreau-Tour zu unterstützen, die Push-and-Pull-Funktion zu polieren, an der reibungslosen NPC-Fortbewegung zu arbeiten und die Übergänge zwischen Fortbewegung und Szene übergangslos zu gestalten. Das Acta-Feature-Team hat an den Mounted Turrets gearbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeiten wird es ermöglichen, eine festgestellte Waffe gemessen an der Bewegung des Spielers zu zielen und abzufeuern und ist ein Teilfeature des kooperativen Bewegungsablaufs. Außerdem implementierten sie FPS-Radar und Scanning und begannen mit der Arbeit an der Zero-G-Push-and-Pull-Fortbewegung, die es den Spielern ermöglicht, den Raum durch das Greifen und Loslassen von festen Gegenständen in der Umgebung zu durchqueren, ähnlich wie wir es von den Astronauten auf der ISS kennen. Das Physics-Team hat im November und Dezember Optimierungen vorgenommen. Dazu gehörten eine verbesserte Methode zur Vorphysikalisierung von Planetenterrain-Patches für die Verwendung bei Kollisionsüberprüfungen und Verbesserungen bei der Warteschleifenerstellung, bei der Erstellung von Queues von Spielevents. Der erste Entwurf für die Ausbreitung physikalisierter Schockwellen wurde zur Bewertung eingereicht und es wurden zudem box-shaped kastenförmige Physikgitter und Geschosswiderstände entwickelt. Die Signed Distance Field Unterstützung wurde verbessert und auch an der Soft Body Deformation wurde weiter gearbeitet. Also an der Verformung von weichen Körpern. Wer wissen möchte, was Signed Distance Fields sind, das habe ich in meinem Star Citizen Squadron 42 Newsletter im Oktober 2020 erklärt. Wer da nochmal reinschauen möchte, der klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch rechts unten auf den Abo-Button drücken. Die Vulkan-Entwicklung wurde fortgesetzt mit Überarbeitung des High-Level-Render-Codes und weiteren Optimierungen. Zum Beispiel wurde die Art und Weise, wie Materialkonstanten auf die GPU hochgeladen werden, vereinfacht und optimiert. Außerdem wurde ein größeres Refactor, eine Überarbeitung des Shader-Cache-Backend-Systems begonnen. Auf der Grafikseite wurden verschiedene Fixes für die Tiefenschärfe entwickelt. Der Haar-Shader erhielt mehrere Verbesserungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, spiegelnde Highlights auf Wimpern zu deaktivieren, verbesserte Boundary Occlusion an Haarlinien, Unterstützung für Umgebungslicht im Forward-Shading und bessere Haarqualität bei Kameraschnitten. Die Dual Lobe Approximation für den Haut-Shader wurde hinzugefügt und der Augen-Shader erhielt ebenfalls einige Verbesserungen. Die Dual Lobe Approximation ist eine Funktionalität, die es ermöglicht, möglichst realgetreue Hautoberflächen zu erzeugen. Aber was bedeuten Boundary Occlusions an Haarlinien? Zuerst einmal, was ist Occlusion, Okklusion? Damit ist eine Verdeckung gemeint. Vor 20 Jahren waren Texturen und Polygonanzahl die wichtigsten Eckpfeiler dessen, was man als gute Grafik bezeichnen konnte. Man war zwar noch weit entfernt von der fotorealistischen Grafikqualität heutiger Spiele, aber die GPUs waren schon damals nicht in der Lage, die vielen Polygone auf einmal zu berechnen, um flüssiges Spielerlebnis bieten zu können. Und hier kam Occlusion als Lösung zum Einsatz, die Umgebungsverdeckung, die dafür sorgt, dass systematisch erkannt wird, was der Spieler gerade nicht sieht und was dann von der Engine dementsprechend auch nicht berechnet werden soll. Das sogenannte Occlusion Culling verhindert, dass solche nutzlosen Berechnungen überhaupt durchgeführt werden. Occlusion, die Verdeckungsberechnung, gibt es dabei in verschiedenen Anwendungsbereichen der Grafikentwicklung. Ihr erinnert euch vielleicht an das Parallax Occlusion Mapping. Hier wird allein durch die Berechnung von Licht und Schatten Bereichen einer
zweidimensionalen Grafik die Illusion einer dreidimensionalen Szene erzeugt, obwohl das zugrunde liegende Grafikasset, wie gesagt, flach ist. Da ich kein Grafiker bin, musste ich im Internet nachschauen, was Boundary Occlusion bewirkt. Zwei mögliche Erklärungen habe ich gefunden. Boundary Occlusion sorgt dafür, dass, in diesem Fall, Haare nicht durch angrenzende oder überlagernde Grafikassets hindurchgucken, wie zum Beispiel durch Mützen oder Helme. Eine weitere Erklärung besagt, dass zur Renderzeit die Haargrenzen in Volumenwürfel, in sogenannte Voxel, unterteilt werden. Während des Rendervorgangs wird berechnet, welche Haare sich in welchem Voxel befinden, und dadurch kann erkannt werden, welche nicht benötigten Voxel während der Berechnung aus dem Speicher entfernt werden, also von der Engine nicht bearbeitet werden müssen. Unter dem Strich kann es auch sein, dass beides damit gemeint ist. Zum einen die Verdeckungsberechnung der Haare selbst, zum anderen die der umgebenden Assets. Ziel ist es natürlich, mit der Boundary Occlusion trotz hübscher Haarprachten weiterhin ein flüssiges Gameplay zu ermöglichen. Zeit wurde auch für das Rendering der Planetenatmosphäre hinsichtlich des volumetrischen Wolkenrenderings aufgewendet. Der erste Entwurf wurde implementiert und die Arbeit an volumetrischen Wolkenschatten macht große Fortschritte, was letztendlich zu einer lokalisierten Wolkenformung führen wird. Das Core-Engine-Team verteilte seine Bemühungen auf mehrere Bereiche. Zum einen wurde eine große Anzahl von Fehlerkorrekturen und Verbesserungen abgeschlossen, wie zum Beispiel Streaming-Meshes für animierte Vis-Areas. Eine Vis-Area ist ein Shape-Objekt, das zur Definition von Innenbereichen für Culling und Optimierungszwecke sowie zur Beleuchtung verwendet wird. Außerdem wurden verschiedene Optimierungen in den Entitäts- und Zonensystemen sowie Komponenten-Updates implementiert. Anhand der Telemetrie von PU und PTU setzte das Core-Engine-Team seine laufende Untersuchung der Speichernutzung fort. Dies führte dazu, dass der engine-weite Speicherallokator und das Tracking-System erheblich überarbeitet und verbessert wurden. Und um den Servern einen zusätzlichen Leistungsschub zu geben, wurde der lokale Thread-Speicherzugriff verbessert und ein Stresstest für Object-Container-Streaming hinzugefügt. Und schließlich wurde die Unterstützung von C++14 für den gesamten Client-Server-Editor und die relevanten Tool-Projekte aktiviert. Gegen Ende des Jahres 2020 hat das Grafikteam die Stabilität verbessert und Fehler behoben, entsprechend den neuesten internen Squadron 42-Meilenstein. Aufgrund der sehr hohen Qualitätsmesslatte, insbesondere für die Cinematic-Elemente, für die Filmelemente, wurden viele visuelle Probleme angegangen. So mussten beispielsweise der Tiefenschärfe-Effekt mehrfach angepasst werden, um besser mit dem neuen Haar-Shader zusammenzuarbeiten. Auch der Subsurface-Scattering-Effekt wurde überarbeitet. Subsurface Scattering, die Volumenstreuung, simuliert die Lichtreflexion halbtransparenter Objekte. Ihr erinnert euch, beim Raytracing und auch bei anderen Raytracing-simulierenden Effekten, dass ein Lichtstrahl oder unser Blick auf eine Oberfläche trifft und dieser, sei es imaginäre Strahl oder eben der Lichtstrahl, werden von einer Oberfläche reflektiert. Dann entsteht ein Spiegeleffekt oder Licht blendet uns und so weiter. Aber viele organische und anorganische Materialien sind nicht hart an der Oberfläche. Sie sind nicht völlig undurchsichtig, sodass ein Lichtstrahl oder ein Blickstrahl, ein Kamerastrahl, nicht einfach von der Oberseite abprallt. Stattdessen dringt auch etwas Licht tiefer in die Oberfläche ein, zum Beispiel in die Hautoberfläche eines Menschen oder eines Tieres, was auch immer, und streut sich im Inneren dieser Oberfläche, nimmt die Farbe des Inneren an und tritt an einer anderen Stelle wieder heraus. Menschen- oder Tierhaut, die Schale von Trauben, Tomaten, Früchten, Wachs und so weiter haben alle ein Subsurface Scattering, eine unterirdische Streuung, mittels dessen das einfallende Licht mit der Objektfarbe und Lichtdurchlässigkeit korrespondieren muss. CRG hat diesen Subsurface-Scattering-Effekt überarbeitet, um die Okklusion an den Grenzen zwischen den Materialien zu verbessern, zum Beispiel im Übergangsbereich von Zähnen oder dem Übergangsbereich von Haaren. Das Level-Design-Team hatte ein sehr produktives viertes Quartal, wird geschrieben, mit dem Ziel, ein Stück Gameplay fertigzustellen, das mit der Ankunft des Spielers auf seinem Heimatschiff beginnt, also der Idris.
Dieser Meilenstein erforderte die Kooperation vieler verschiedener Abteilungen, umfasste die Arbeit aller Designteams und nutzte die im Jahr 2020 entwickelten sozialen Gameplay-Elemente. Es war eine äußerst erfolgreiche Übung, die dem Level-Design-Team die Werkzeuge und das Wissen vermittelte, das sie für den Rest der Kampagne benötigen. Das Narrative-Team, das Team für die Geschichtserzählung, schloss das Jahr ab, indem weitere immersive Details zu Squadron 42 hinzugefügt wurden. Um die Umgebung zu verfeinern, hat das Team in mehreren Durchläufen die Requisiten, also die Einrichtungsgegenstände und die Bildschirme, die in der Welt zu entdecken sind, erweitert. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass NPCs sich in ihrer Freizeit auch mit Kunst beschäftigen können. Hinsichtlich Aspekte wie solcher erstellte das Narrative-Team die Spezifika dessen, was zu sehen sein sollte. Bei Objekten wie interaktiven Büchern kann das recht aufwendig sein. Außerdem brauchten Bildschirme an Orten wie dem Flugkontrollraum an Bord der UIS Stanton zusätzliche Textpassagen, um die Informationen je nach der Funktion des Bildschirmes relevanter zu machen. Die Arbeit an den Skripten wurde auch fortgesetzt, um die Anforderungen des Gameplays zu erfüllen, während das Designteam an verschiedenen Levels weiterarbeitete. Das Narrative-Team überprüfte mehrere Spielabschnitte, um zu diskutieren, ob zusätzliche Dialoge das Gameplay erhöhen, verbessern oder die Ziele des Spielers besser hervorheben könnten. Auch die Entwicklung der Vandul-Sprache schritt voran, wobei das Team das letzte aktualisierte Wörterbuch überprüfte. Vor den Feiertagen bereitete das Tech-Animation-Team ein großes Update für die Gesichtsrigs vor. Rigging bezieht sich auf den Prozess der Erstellung der Knochenstruktur eines 3D-Modells. Diese Knochenstruktur, das Rig, wird verwendet, um das 3D-Modell wie eine Marionette für die Animation zum Leben zu erwecken. Das Rig besteht aus Knochen, aus Bones, die mit Gelenken, den Joints, verbunden wird. Der nächste Schritt übrigens ist dann das Skinning, bei dem das über dem Rig liegende Polygonnetz, das Mesh, mit dem Rig verbunden wird. Bei dem Update für die Gesichtsrigs handelte es sich um die grundlegende Überarbeitung aller Gesichtsassets, damit mehrere langfristige Initiativen im Jahr 2021 zusammengeführt werden können. Es gab viele Assets zu aktualisieren und viele, die eine sorgfältige Hand erforderten, um eine fortlaufende Pipeline-Kompatibilität sicherzustellen. Außerdem wurden Skinning und Rigging abgeschlossen, um sowohl alte als auch neue Assets während der gesamten Kampagne zu unterstützen. Das UI-Team, das Team für die Benutzeroberfläche, hat einen Großteil der letzten 2 Monate damit verbracht, ein neues System zu entwickeln, mit dem Story-Cutscene-Änderungen in der Benutzeroberfläche ausgelöst werden können. Das ermöglicht es zum Beispiel, Bildschirmanzeigen zu synchronisieren mit den Animationsabläufen eines NPCs, der zum Beispiel Computerknöpfe drückt, worauf dann die Bildschirmanzeigen sich entsprechend verändern, oder Bildschirmanzeigen auf filmische Explosionen abzustimmen. Nach Fertigstellung des Codes arbeiteten die Artists eng mit dem Art und Cinematics Director zusammen, um in einem der Holo-Briefings ein interessantes UI im Filmstil zu erstellen, mit schwebenden UI-Zeichnungen auf dem Bildschirm, die zeitlich auf die Inhalte abgestimmt sind, über die der Offizier gerade spricht. Und zuletzt wurde das HUD-Display, das Head-Up-Display, im Spiel weiter ausgearbeitet unter Verwendung der Referenz des Konzeptvideos, wo kürzlich in einem Inside Star Citizen ein Gladius-Head-Up-Display gezeigt wurde. Und das war's mit dem Squadron 42 Newsletter. Und bevor wir in den doppelt so umfangreichen Star Citizen Newsletter einsteigen, denke ich, wir machen eine kleine Pause und schauen uns mal meine Erkenntnisse zum Tobii Eye Tracker an. Wie im Dezember 2020 angekündigt, habe ich mir den Eye-Tracker von Tobii angeschaut und auf meinem 49 Zoll 32:9 Monitor getestet. Mein Fazit ist dabei gemischt. Die Technik hervorragend, aber mit einigen Nachteilen versehen, die auf persönlichen Geschmack bzw. Betrachtungsweise basieren. Geliefert wird in einem einfachen Karton, ohne weitere Anleitung, der Tracker, eine Haltevorrichtung und die Magnete. Und ein USB-Verlängerungskabel. Und hier auch schon mein erster Kritikpunkt, den ich umgehend beim Auspacken des Trackers wahrnahm. Während der Tracker
bestehend aus einer Kamera in der Mitte, zwei Infrarotlampen an den Seiten, aufgebracht auf einer Platine, alles verpackt in einem Aluminiumröhrchen, nenne ich es, haptisch wertig wirkt, ist die Halterung hingegen lediglich billig wirkender leichter Kunststoff. Dieser Halter wird unterhalb des Monitors angeklebt. Das ist bereits ein weiterer Punkt, bei dem jeder selbst entscheiden muss, ob er seinen Monitor mit Klebestreifen versehen möchte. Der Tracker wird dann per Magnet an diese Halterung fixiert. Technisch nutzt die Eye-Tracking-Tech die Reflexion von Nah-Infrarot-Lichtstrahlen durch das Auge, um Daten über den Benutzer zu berechnen. Die Kamera erkennt Präsenz, Aufmerksamkeit und Fokus sowie die Position des Auges und die Pupillengröße einer Person. Die Kalibrierung über Tobii Experience ist ein schnell erledigter Vorgang. Man sitzt vor dem Monitor in seiner bevorzugten Gamer-Position und schaut auf den Bildschirm, bis Kreise erscheinen, die die Augen darstellen. Das zeigt an, dass das Gerät die Augen erfasst hat. Anschließend schaut man sich drei Sätze mit je drei Punkten an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm so lange an, bis sie verschwinden. Sobald das erledigt ist, kann der Eye-Tracker 5 eurem Blick folgen und es wird ein schwebender Kreis angezeigt, der visualisiert, wo der Eye-Track-Nutzer gerade hinschaut. Der Eye-Tracker funktioniert laut Herstellerangabe am besten zwischen 50 und 90 cm Monitorabstand. Mein Monitor ist an der Wand montiert, sodass ich über 100 cm von der Bildschirmfläche entfernt sitze und auch damit hat der Tobii Eye-Tracker einwandfrei funktioniert. Auch das Tragen einer Brille stellt keine Einschränkung der Funktion dar. Wie zuvor skizziert, besteht der Eye-Tracker aus Sensoren, einer Kamera in der Mitte und Infrarotprojektoren an den Seiten, sowie softwareseitig aus Bildverarbeitungsalgorithmen. Die Infrarot-Mikroprojektoren strahlen dabei Nah-Infrarotlicht aus und erzeugen eine Reflexion auf den Augen des Benutzers. Die Kamerasensoren in der Mitte des Trackers erfassen auf Basis der reflektierten Lichtinformationen Bilder mit hoher Frequenz sowie ergänzend dazu die Kopfhaltung. Die Bildverarbeitungsalgorithmen der Software, das eigentliche Kernstück der Eye-Tracking-Technologie, erkennen nützliche Details in den Augen des Anwenders und in den Lichtreflexionen und interpretieren den Bildstrom, um die Position der Augen des Anwenders und seinen Bildpunkt auf dem Bildschirm zu bestimmen. Diese Technologie kann allerdings auch nur dafür verwendet werden, sprich eine Kamerafunktion im Sinne einer Bildverarbeitung für Skype oder Zoom-Calls ist damit nicht möglich. Wichtig zu wissen ist auch, dass Tobis Hardware nicht für alle Spiele geeignet ist. Aktuell sind 154 Spiele kompatibel zu dem Eye-Tracker, unter anderem natürlich Star Citizen. Mit der zusätzlich herunterzuladenen Software Tobii Game Hub können die einzelnen Spiele und deren Eye-Tracking-Integration verwaltet werden. Tobii Ghost bietet eine Twitch-Erweiterung für Streamer, die beim Spielen den Zuschauern zeigen möchten, wohin ihr Blick jeweils geht. Um zu verstehen, was es bedeutet, mit dieser Technologie zu arbeiten, habe ich sowohl mit Face over IP in Star Citizen mit der Logitech C922 Kamera getestet, sowie mit dem Tobii Tracker. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verwendungsmöglichkeit bei überbreiten Computermonitoren, denn der Tracker kann nur auf einem Monitor verwendet werden. Eine Verwendung über mehrere Monitore hinweg bei einem Multi-Monitor-Setup ist nicht möglich. Die Frage hierbei war, ob der Eye-Tracker Bewegungseinschränkungen bietet und wie das beworbene Reaktionsvermögen tatsächlich aussieht. Zuerst habe ich Tests mit der Logitech-Kamera und Face over IP durchgeführt. Face over IP, Face over Internet Protocol, ist ein System, das nicht von CRG, sondern von der Firma Faceware entwickelt wurde. Aus diesem Grund ist es auch bei Fehlern CRG nicht einfach möglich, diese zu beseitigen, sondern ist auf die Zuarbeit der Herstellerfirma angewiesen. Die Technologie funktioniert dabei so, dass die Webcam eure Gesichtsausdrücke aufnimmt und mit Punkten versieht, ähnlich dem Motion Capturing in der Filmproduktion. Diese werden in Echtzeit auf euren Spielcharakter übertragen. Durch die Übertragungs- und Berechnungszeiten gibt es zwei Nachteile, die für einige Spieler gravierend sind. Man braucht zwingend eine gut ausgeleuchtete Umgebung, damit die Kamera unser Gesicht entsprechend erkennen kann und die Punkte berechnet werden können. Zweitens hat man eine Verzögerung, ein Lag, der im Spiel deutlich zu merken ist. Sprich, erst nachdem ich meinen Kopf bewegt habe, folgt die Kamera im Spiel dieser Bewegung. Wie man hier sehen kann, gibt es keine Bewegungseinschränkung.
Ich kann mich also über die volle Breite des Monitors bewegen bzw. den Kopf entsprechend drehen und neigen. Vorteil: Die Lösung ist verhältnismäßig günstig. Eine Kamera wie die C922 von Logitech erhielt man vor der Corona-Pandemie für ca. 90 Euro. Die aktuellen, um teils über 100% gestiegenen Preise basieren auf der reduzierten Verfügbarkeit, sollten sich aber hoffentlich innerhalb dieses Jahres wieder dem realen Gegenwert der Hardware annähern. Bei der Tobii-Hardware gibt es diese beiden Nachteile nicht. Durch die Kombination aus Infrarotprojektoren und Kamerasensoren kann sie auch in einem dunklen Raum verwendet werden. Außerdem gibt es in der Tat keinerlei Verzögerung. Die Reaktion im Spiel erfolgt umgehend, sowohl auf die Augen als auch auf die Kopfbewegung. Die Bezeichnung Eye-Tracker ist demzufolge nicht ganz präzise. Die Hardware müsste Eye-Head-Tracker heißen, da sie sowohl die Augen als auch die Kopfbewegung verfolgt. Dementsprechend kann ich keine wirkliche Begrenzung auch bei überbreiten Monitoren feststellen. Die Augenbewegungen werden akkurat nachverfolgt und wenn ich dazu meinen Kopf bewege, kann ich das genau wie bei Face over IP über die gesamte Bildschirmbreite tun. Nur im Gegensatz zu Face over IP ohne jegliche Verzögerung. Viele Vorteile also, aber warum habe ich den Tracker wieder abmontiert und eingepackt? Hier sind wir nun beim Thema persönlicher Geschmack. Technisch ist Tobis Eye-Tracker dem reinen Face-over IP ohne Diskussion eindeutig überlegen. Was mir missfällt, sind die Anbringung. Ich mag es nicht, dass etwas unter meinem Monitor klebt, zumal ich das Haltegestell für sehr unglücklich gestaltet halte. Weiterhin ist das USB-Kabel nach rechts hin fest montiert. Mein USB-Hub aber ist links, weshalb ich eine Kabelschlaufe von rechts ausgehend habe, was schon beim Tracker-Ausgang nicht hübsch aussieht. Den Tracker kopfüber anbringen ist übrigens keine funktionierende Lösung. Was ich aber vor allem überhaupt nicht leiden kann, sind die vier leuchtend roten Augen, die mir die ganze Zeit ins Gesicht starren. Da fühle ich mich die gesamte Zeit, als würde mir gleich ein Decepticon ins Gesicht springen. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Tobii-Fans nehmen die vier roten Augen nicht wahr. Mich stören sie. Nicht zuletzt hat bei überbreiten Monitoren meines Erachtens das Eye-Tracking keinen wirklichen Mehrwert. Bei einem Standard 16:9 Monitor ist es vermutlich sehr hilfreich, per Augenbewegung schnell nach links oder rechts gucken zu können, um so die Umgebung zu erfassen. Beim 32:9 Monitor aber sehe ich bereits, was unmittelbar links und rechts von mir vor sich geht. Mit meiner Augenbewegung nach links oder rechts möchte ich also gucken, was dort links oder rechts auf meinem Monitor bereits zu sehen ist. Es ist somit nicht nötig, dass sich die Kamera dorthin bewegt bzw. es stört sogar und hat bei mir zu Schwindel geführt. Mir wurde regelrecht flau im Magen, wenn die Kamera bei jeder kleinen Bewegung der Augen reagiert. Natürlich kann man die Eye-Tracking-Funktion deaktivieren. Aber somit bleibt nur der Head-Tracker. Verzögerungsfrei zwar, aber für 220 Euro regulär ein vergleichsweise teures Stück Hardware, zumal mir persönlich das bisschen Verzögerung der Face-over-IP-Lösung besser gefällt. Bauchgefühl. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung kann ich also nicht aussprechen. Es bleibt jedem selbst überlassen, wie die einzelnen von mir zuvor aufgeführten Aspekte für jeden persönlich gewichtet werden. Ein technisch beeindruckendes Stück Hardware ist der Tobii Eye Tracker aber in jedem Fall. Der hat es diesen Monat in sich, denn genau wie der Squadron 42 Newsletter greift er zwei Monate ab, November und Dezember. Natürlich finden wir wieder einige Inhalte, die sich auch im Squadron 42 Newsletter wiederfinden, aber für Star Citizen-Verhältnisse sehr, sehr viele technische Inhalte, sehr spannend. Es gibt einige Begriffe zu erklären, dafür habe ich auf andere, nicht ganz so wichtige Themen dann an dieser Stelle verzichtet oder eben die redundanten Themen, die sich auch im Squadron 42 Newsletter wiederfinden. Los geht's mit dem KI-Team, mit dem Team für die künstliche Intelligenz. Die haben im November damit begonnen, die Spielentwicklung der Charaktereigenschaften im Fertigkeiten- und Eigenschaftseditor zu unterstützen. Dies ermöglicht, Charaktereigenschaften zu konfigurieren, die die Fertigkeitsberechnung der Verhaltensauswahl beeinflussen. Außerdem erarbeitete das KI-Team weitere taktische Anforderungstags für TPS-Abfragen.
Die TPS-Abfrage ist eine Systematik aus Amazons Lumberyard Engine, auf der Star Citizen aufsetzt. Das Tactical Point System, das TPS-System, bietet dem KI-System eine, wie AWS schreibt, leistungsfähige Methode zur Abfrage der Umgebung eines KI-Agenten nach Points of Interest, Orten von Interesse. TPS ist eine strukturierte Abfragesprache über Mengen von Punkten in der Welt der KI. Mithilfe von TPS können KI-NPCs intelligente Fragen zu ihrer Umgebung stellen und relevante Arten von Punkten finden, zum Beispiel Verstecke, Angriffspunkte und Navigationswegpunkte. Ein neuer Subsumption-Knoten für die Taktikauswahl wurde implementiert, mit dem Kampftaktiken als Subsumption-Funktion erstellt werden können und die Auswahl wie Subaktivitäten simuliert wird. Das ist eine große Verbesserung, da das Team nicht mehr zwischen mehreren Subaktivitäten eines NPCs hin und her wechseln muss, sodass der NPC den Kontext dessen, was er maßgeblich tun soll, beibehalten kann. Dem Debugging der Bereichsereignisverteilerkomponente des Range Event Dispatchers wurden mehr Informationen hinzugefügt. Dies ermöglicht dem Team eine bessere Fehlersuche bei Ereignissen, die mit Wahrnehmung, Entfernung und Richtungen zusammenhängen, dank mehr On-Screen-Informationen. Außerdem wurde eine Range Event Receiver, also nicht eine Verteiler, sondern eine Bezugsmissionsvariable in den Range Event Dispatcher eingeführt. Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde in der Subsumption aktualisiert, um den Variablentyp E-Movement Speed zu verwenden. Das ist ein globales Enum. Hier haben jetzt die Videogucker den Vorteil, dass ich Enum rechts oben als Erklärung einblende, dass es dem Team ermöglicht, Werte für die Bewegungsgeschwindigkeit innerhalb von Funktionen korrekt zu übergeben. Das verbessert die Zuverlässigkeit des Programmcodes und der Logik und sorgt für eine bessere Datenkonsistenz. Außerdem hat das KI-Team die NavMesh, die Navigationsmesh-Regenerationsanfragen auf dem Physics Grid, auf dem Physikgitter, verbessert, wenn eine Subplattform gespawnt wird. Das behebt Inkonsistenzen im NavMesh, die dadurch entstehen, dass das Physiksystem das Mesh nicht benachrichtigt, wenn Object-Container gespawnt werden. Weiterhin sorgt es für vereinfachte Regenerationsanforderungen für die gesamte Bounding-Box. Die Unterstützung für hierarchische Strukturen im Subsumption Master Graph wurde ebenso hinzugefügt wie die Möglichkeit, Funktionen auf verschiedene Zustände anzuwenden. Dies macht es sehr viel einfacher, den Master Graph einzurichten und erweitert auch die grundlegenden Funktionalitäten, um besser zu beschreiben, wann Zustände ausgewählt werden können. Über den Master Graph habe ich im Squadron 42 Newsletter vom 20. Dezember 2018 zum ersten Mal gelesen. Ich verstehe den sogenannten Master Graph als eine Überwachungsinstanz der KI, die beurteilt, ob der oder die Empfänger des Submissions-Ereignisses eine zugewiesene Aktivität, einen Befehl, tatsächlich ausführen kann. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nicht, dann kümmert sich der Master Graph um die Auswahl eines neuen Befehls und/oder Aktion, die der Empfänger oder die Empfänger ausführen kann können. Das Team führte auch eine Funktionalität ein, um die Kontrolle über eine Script-Entität anzufordern, die in der Subsumption läuft, wodurch der KI-Master Graph in einen Zustand übergehen kann, der nicht mit von den Designern vordefinierten Szenen in Konflikt gerät. Optimierungen, Bereinigungen und Fehlerbehebungen wurden ebenfalls im Rahmen der Veröffentlichung von Alpha 3.12 durchgeführt. Einer der Schwerpunkte von Character Combat war die Weiterentwicklung des Ausweichens von Gegnern, wozu auch die Entwicklung der Funktionalität gehörte, die es den Kämpfern erlaubt, ihre Körperrichtung bei Ausweichaktionen zu drehen, um dann zu zielen. Außerdem wurden Hörfilterbereiche eingeführt, in denen die Audiowahrnehmung von NPCs durch Reize in der Umgebung eingeschränkt wird. Diese Stellen werden den Designern helfen, Szenarien zu verbessern und Action-Bubbles, Aktionsblasen, in ihren Missionen zu definieren.
Ein neuer prozeduraler Clip wurde hinzugefügt, um den aktiven Feuermodus von Waffen zu steuern und dabei auch bestimmte Animationen abzuspielen. Speziell für das Kampfverhalten der menschlichen KI wurden mehrere Verbesserungen und Anpassungen eingeführt. Zum Beispiel hat das Team verschiedene Verhaltensweisen angepasst, um die neue Taktik-Auswahl-Technologie zu nutzen. Das erforderte einige Verhaltensbedingungen, wird dem Team aber letztendlich helfen, neue Taktiken schneller zu entwickeln, zu iterieren. In Bezug auf Fehlern wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass NPCs zu ihren vorherigen Aktivitäten zurückkehren konnten, wenn ein Ziel eliminiert wurde und keine anderen Bedrohungen in der Nähe waren. Probleme mit NPCs, die zu langsam auf Wahrnehmungsereignisse reagierten, die von sich im Kampf befindlichen befreundeten NPCs erzeugt wurden, sind ebenfalls behoben worden. Das Team für die Schiffs-KI begann im November mit der Einführung einer neuen Aufgabe, die es KI-Schiffen ermöglicht, über einen entworfenen Spline, also eine mathematisch interpolierte Kurve, an eine Raumstation anzudocken. Das ist der erste Durchgang der vollständigen Implementierung des Andockens und das KI-Schiffsteam baut die erforderliche Schnittstelle für die Designer, damit die Anfragen gesteuert werden können, um es den NPCs zu ermöglichen, diesen Vorgang durchzuführen. Fortschritte wurden auch bei der Gaswolkenflugerkennung gemacht, beginnend mit einer besseren Verallgemeinerung des Environment Sampler Helpers, der es einer Entität erlaubt, Abfragen zu abstrahieren, um Signed Distance Fields Werte für die Gaswolke oder die Physik zu finden. Der Programmcode zur Vermeidung von Fahrzeugkollisionen wurde erweitert, um den neuen Environment Sampler Programmcode zu verwenden, der es wiederum dem System ermöglicht, das Subsumption-Verhalten zu benachrichtigen, wenn das Raumschiff Grenzen von Volumina wie Atmosphären oder Gaswolken überquert. Also sehr viel Programmierarbeit, um das KI-Verhalten in diesen Spielbereichen der Wolken und auch der Asteroidenfelder, so verstehe ich es, und auch um die Raumstationen herum so zu entwickeln, dass sie eben nicht irgendwo blind reinfliegen, sondern eben ja, drumherum vernünftige Kurven fliegen, an die Andockstationen kommen und so weiter. Probleme mit KI-Schiffen, die den Auftrag Zielverteidigen ausführten, wurden behoben. Dieses Problem führte dazu, dass NPCs nicht mehr wussten, dass das Ziel, das sie verteidigen sollten, zerstört worden war, was zu erratischem, im Schlingerkurs befindlichen, irrenden, nicht stringenten Flugverhalten führte. Die Verwaltung von Quantum Enforcement Devices wurde geändert, sodass nun alle KI-Piloten, die mit QEDs ausgestatteten Schiffen fliegen, diese auch korrekt aktivieren und deaktivieren. Außerdem wurde der Quantum Travel für die KI-Schiffe im Mehrspieler-Kontext korrigiert, sodass KI-Schiffe, die nicht genügend Treibstoff für einen erfolgreichen Quantumflug haben, den aktuellen Ort gar nicht erst verlassen können werden. Der Fertigkeitswert Feuerdisziplin wurde für KI-Piloten hinzugefügt, um zu definieren, wann sie Laser oder wann sie ballistische Waffen einsetzen wollen, während die Verhaltensweisen aggressiv, feige, rücksichtslos, nachtragend und Angeber hinzugefügt wurden, um den Piloten je nach ihrer Fähigkeit verschiedene Manöver zu ermöglichen. Das Team für die Social AI, also für die Gesellschafts-KI, beendete die erste Iteration der Arbeit, die den NPCs das richtige Wissen über die Benutzung und das Durchschreiten von Türen gibt. NPCs können nun eine benutzerdefinierte Logik auslösen, wenn sie durch bestimmte Navigationslinks gehen, die mit verschiedenen Usables, also zu gebrauchenden Objekten und Gegenständen, verbunden sind. Dazu gehört auch das Warten beim Durchschreiten einer sich öffnenden oder schließenden automatischen Tür, um einen natürlicheren Eindruck zu vermitteln. Eine neue Subsumption-Variable Türzustand kann nun die verschiedenen Werte für den Öffnungszustand einer Tür systemisch vermitteln, sodass NPCs auch überprüfen können, ob eine Tür manuell geöffnet werden muss. Das Bewegungssystem wurde ebenfalls erweitert, um das Durchreisen, das Traversal von NPCs durch die Spielwelt zu
pausieren, wenn es notwendig ist, um somit alle Türen zu aktualisieren, um den richtigen Navigation Link Usable Typ zu verwenden, der die Traverse Use Kanal Funktionalität bietet. Im Grunde, so verstehe ich es, wird also die NPC-Berechnung angehalten, um eben den Zustand oder die Informationen der Türen zu aktualisieren, um dann dem NPC wieder die richtigen Informationen zu vermitteln, was er jetzt mit einem gewissen Usable, einer Tür, anfangen kann. Auf der Seite der Usables hat das Team das Hinzufügen und Entfernen von Entity Tags basierend auf dem Use Channel, dem Verwendungskanal, behoben. Zuvor wurde dies bei der Eingabe eines Usables falsch gehandhabt, sodass Verhaltensparameter einen anderen Use-Channel im selben Use-Slot anforderten. Das führte dazu, dass die Programmierer bei der Verwendung der oberen oder unteren Wandpanels, also der Bedienelemente, falsche Tags gesetzt hatten, sodass die entsprechende Logik zur Prüfung der richtigen Panels nicht ausgelöst wurde. Und zuletzt wurde mit der Implementierung von auftragsspezifischen Zuweisungen begonnen, zum Beispiel die Aufforderung, Wartungsarbeiten an einem bestimmten Panel durchzuführen. Das kann von Designern genutzt werden, um ein bestimmtes Erlebnis zu entwerfen, aber auch von Spielern, um einen angeheuerten NPC zu bitten, auf eine bestimmte Weise zu arbeiten. Character Art hat im November und Dezember an den Visuals für drei Rüstungssets, die später im Jahr 2021 erscheinen sollen, gearbeitet. Die letzten zwei Monate des Jahres 2020 verbrachten die Grafiker aber damit, das Pyro-System visuell zu erforschen. Die verschiedenen Abteilungen des Environment Art Teams konzentrierten sich im November und Dezember auf die Lieferung von Inhalten für Alpha 3.12. Das Modularteam stellte die neuesten Rest-Stop-Varianten fertig, denen sie die Raffineriedecks an den fünf bestehenden Lagrange-Punktstandorten hinzufügten. Diese Stationen wurden auch äußerlich aktualisiert, um das industrielle Thema, das die Raffinerien mit sich bringen, wiederzuspiegeln. Eine der bedeutendsten visuellen Änderungen an den Lagrange-Punkten kam mit der Implementierung der volumetrischen Gaswolken. Dazu ein Zitat des Environment Art Teams, die schreiben: Wir haben viel Arbeit in die Komposition und Beleuchtung dieser Wolken gesteckt und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sie haben die Lagrange-Punkte von einer recht faden visuellen Erfahrung zu etwas wirklich Schönem gemacht. Sie arbeiteten auch an spannenden, ereignisbezogenen Missionsinhalten, einschließlich neuer Varianten bestehender, weltraumbasierter Points of Interest mit verbesserter Optik und Dynamik. Das Landing Zone Team beendete die Arbeit an den IAE 2950 Hallen, neben kleineren Aufgaben wie zum Beispiel der Unterstützung bei der Implementierung der neuen Aufzugpanels. Die Entwicklung von Orison wurde fortgesetzt, wobei die Mehrheit der Plattformen von der Graybox in die Final Art Phase überging. Es wurde am Layout, der Modularität und dem Flugerlebnis für die Wohnplattformen gearbeitet, während die Oberflächenabnutzung und die Informationsdecals für die Industrieplattformen erforscht wurden. Lorville wurde für Alpha 3.12 ebenfalls leicht überarbeitet, inklusive des Schiffshändlers mit Namen New Deal. Die Restricted Areas sowohl in Area 18 als auch in Lorville wurden reduziert und gestrafft, um ein besseres Flugerlebnis zu ermöglichen. Das Planetenteam nutzte die Gelegenheit, einige von Stantons Planeten und Monden zu überarbeiten, um die im Laufe des Jahres eingeführten Verbesserungen der Planetentechnologie voll auszuschöpfen. Sie implementierten auch Best Practices, die während der laufenden Arbeit an Pyro für Planeten und organische Assets eingeführt wurden. Das wird mit Alpha 3.13 fortgesetzt, in der der größte Teil von Stanton im Vergleich zum ursprünglichen Release von Planet Tech V4 verbessert sein soll. Neben neuen Inhalten wurde ein großer Schub in Richtung der Behebung und Schließung des Rückstands an Fehlern gemacht, was dazu führte, dass die Anzahl der verbleibenden Legacy-Bugs dramatisch sank. Ship Art, also die Grafiker für die Schiffe, die haben natürlich die Crusader Mercury fertiggestellt, inklusive der Fertigstellung der Level of Details, der Korrektur aller UI-Panels, das Aufräumen des Frachtraums, das Polieren des Cockpits und alle Release-Vorbereitungsaufgaben beinhaltete. Zur Feier des Inlore-Feiertags Day of the Vara erstellten sie außerdem den Ghoulish Green Skin für die Drake Cutlass Black.
Das Vehikel Tech Art Team arbeitete an einer Handvoll Schiffe, darunter die Aegis Javelin, die visuelle Effekte, einen Seitenturm und Level of Detail Tweaks enthielt. Die Crusader Mercury wurde mit Hardpoints, Fahrwerk, Achsen, Wissbereichen, Schäden und UV-2s unterstützt. UV-2s, wir erinnern uns. Zuerst wird eine Geometrie, ein 3D-Modell erstellt. Darum herum wird ein Mesh, ein Netz, was aus vielen Dreiecken oder Rechtecken, sogenannten Polygonen, besteht, um dieses Modell herum gewickelt. Das Mesh wird mit Materialien gefüllt. Texturen sind Bilder, die auf der Oberfläche des Modells abgebildet sind. Ein Material ist ein Wrapper, quasi eine Box, in der Methoden, Klassen, Werte und Texturen enthalten sind. Das Material bestimmt also nicht nur das Was, sondern das Wie. Es bestimmt die Details, wie ein Objekt aussehen soll. Ein UV-Kanal, ein UV-Kanal, ist ein Datensatz innerhalb eines statischen Meshes, der jeden Knoten des Meshes, jeden Vertex auf Koordinaten im 2D-Raum abbildet. Diese Zuordnungen definieren, wie 2D-Texturkarten beim Rendern des Meshes um die 3D-Geometrie herum gewickelt werden. Das ist das sogenannte UV-Mapping. UV steht dabei als Synonym der uns bekannten XY-Koordinaten. Das U in UV bezieht sich also auf die horizontale Achse einer Textur, das V auf die vertikale Achse. In der Regel werden UV-Mappings in einem speziellen Modellierungsprogramm erstellt, dem gleichen Werkzeug, mit dem die Geometrie des statischen Meshes erstellt werden. So ein Programm bietet in der Regel auch Möglichkeiten, mit den UV-Kanälen der Modelle zu arbeiten. Diese Kanäle werden klassifiziert: UV1 und UV2, UV1 und UV2. UV1 sind normalerweise Texturkoordinaten in Materialien. Ein Material tastet eine Texture Map, eine Texturkarte, ab, um die Zuordnung zwischen 2D-Koordinaten und 3D-Vertex-Positionen zu erfassen. Diese Informationen sind im ausgewählten UV1-Kanal enthalten, um zu bestimmen, welche Bereiche der Textur auf welchem Polygon angewendet werden. In UV2 werden Lightmaps gespeichert, Lichtkarten, eine spezielle Art von Textur, die vorbereitete Lichtinformationen für statische Meshes speichert. Und diese UV2s, die wurden der Crusader Mercury auch unter anderem hinzugefügt. Außerdem wurden Aufgaben für das Fahrwerk der Origin 100 abgehakt, kleine Updates an der Drake Cutlass-Serie vorgenommen und verschiedene Fehler der Cockpit-Kameras behoben. Das britische Team begann damit, der Crusader Hercules den letzten Schliff zu geben und vervollständigte die gesamte Beleuchtung. Im Dezember wurden die Brücke und die Technikbereiche poliert und ebenfalls an die nachgelagerten Teams übergeben. Im Dezember wurde die Hesperia Talon-Flug fertig, nachdem in den Wochen zuvor letzte Level-of-Detail-Arbeiten, Bugfixing- und Polishing-Arbeiten durchgeführt wurden. Ein noch nicht angekündigtes Raumschiff erreichte ebenfalls die Endphase der Greybox-Phase, wobei die Brücke und das Badezimmer, der Waschraum, in die Final Art Phase gingen. Die Aegis Gladius erhielt äußere Komponentenschächte und die Redeemer trat in die Whitebox-Phase ein, während für die IAE neue Farbtöne und Holoschiffe erstellt wurden. Das Weapon Art Team unterstützte die Entwicklung des Multitool Tractor Beams und vervollständigte das Artwork für das Behring FS9 leichte Maschinengewehr und das Gemini A03 Scharfschützengewehr. Der Großteil des Artworks und des Riggings wurde auch für die Cure Life Mad Pistol fertiggestellt und es wurde ein neues Ladegerät erstellt. Die Vorproduktion des Volt Parallax Elektronengewehrs wurde gestartet, während der erste Art Pass für die Armbrust abgeschlossen wurde. Es wurde auch ein Art Pass für neue Waffenaufsätze erstellt, einschließlich holographischer Visiere und Kompensatoren. Für Schiffswaffen wurde ein Sabbat-Projektil für die Idris Railgun erstellt, mit dem das VFX-Team, das Team für die visuellen Effekte, derzeit experimentiert. Die Arbeit an einer MOAB, der Mother of All Bombs, wurde begonnen und einige bestehende Raketen wurden ebenfalls poliert. Oder eine MOAB-ähnliche Bombe.
Weapon Art verbrachte im letzten Quartal auch Zeit damit, die Arbeit von Actor Features an montierten Waffen zu unterstützen. Dazu gehörte die Entwicklung eines Prototyps für feste Waffenplattformen, die verschiedene Size-One-Schiffsgeschütze aufnehmen können. An der Schiffsfront nahm das Audio-Team die kürzlich flugfertig gewordenen Consolidated Outlands Nomad und Esperia Talon in Angriff und erstellte maßgeschneiderte Soundeffekte für Triebwerke, bewegliche Teile und Umgebungen. Das Team hat sich auch mit der Verbesserung des allgemeinen Cockpit-Audio-Erlebnisses durch Schiffscomputer-Feedback beschäftigt. Abseits der Schiffe wurden die Soundeffekte für den Multitool Tractor Beam Aufsatz, das Gemini A03 Scharfschützengewehr und das Behring FS9 Light leichte Maschinengewehr fertiggestellt. Die Arbeit an der volatilen Fracht, an der ja leicht explodierenden Fracht, wurde ebenfalls fortgesetzt und es wurde viel Arbeit in verschiedene Trailer gesteckt, darunter natürlich für die Crusader Mercury. Ein neuer Junior Sounddesigner wurde im Team willkommen geheißen, der damit begann, die Geräusche von abgestürzten und verlassenen Schiffen für eine zukünftige Version zu verbessern. Während der Monate November und Dezember konzentrierte sich das Backend-Team auf die Optimierung und Stabilität der Persistent Services. Sie konnten die Leistung des Variablen-Dienstes, der Loadouts und des Haupt-Persistenz-Cache-Dienstes erheblich steigern. Die Stabilität des Backends wurde stark erhöht und übertraf Leistung und Zuverlässigkeit früherer Versionen. Die Stabilität des Backends wurde stark erhöht und übertraf die Leistung und Zuverlässigkeit früherer Versionen. Der Low-Level-Netzwerkcode wurde aktualisiert, um sowohl die Leistung als auch die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Verschiedene Korrekturen und Optimierungen am Transaktionsservice, Rentals und dem Entitlement-Prozessor wurden ebenfalls abgeschlossen. Und schließlich wurde mit internen Tests für den Super-P-Cache und iCache-Service begonnen. Und diese Services sollen noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Das US Gameplay Feature Team hat die Arbeit an den Updates des Reputationssystems, das in Alpha 3.12 in begrenztem Umfang ausgerollt wurde, fortgesetzt. Aktuelle Gameplay Features werden weiterhin umgestellt, um die neuen Funktionen zu nutzen. Eine neue MobiGlass App für das Reputationssystem wurde ebenfalls gestartet. Intern als RepDex benannt, wird es den Spielern erlauben, ihre Affinitäten und ihren Ruf bei Organisationen und Kontakten zusammen mit ihrem Bekanntheitsgrad zu überprüfen. Spieler werden in der Lage sein, ihre Karrieren und ihren Aufstieg innerhalb von Orgas zu verfolgen und Beschreibungen, Lore, Schlüsselmitglieder und wichtige Informationen einzusehen. Der Abschnitt Bekanntheit wird es den Spielern ermöglichen, ihren Ruf zu überwachen und alle derzeit aktiven Perks anzuzeigen. Im Laufe des Novembers wurde bei den Vehicle Features das IFCS Spline Following, das von den KI-Schiffen verwendet wird, erheblich verbessert. Dies führte zu Verbesserungen in der Art, wie Schiffe relativ zueinander fliegen, was für Features wie Formationsflug und Verfolgungsverhalten nützlich ist. Aufbauend auf der Arbeit am IFCS-Code im letzten Monat wurden die Raketen auf ein proprietäres System umgestellt, das ein zuverlässigeres und besser abstimmbares Flugverhalten ermöglicht. Der allgemeine Docking-Flow wurde ebenfalls überarbeitet, wodurch Kollisionsprobleme im Flow behoben und das Gesamterlebnis aufpoliert wurde. Sie fügten auch neue Funktionen hinzu, wie zum Beispiel Autodock und vereinheitlichtes Andocken und Landen für ein realistischeres Ingame-Erlebnis. Einige der zugrunde liegenden Attachment-Technologien wurden stark iteriert, um ihre Zuverlässigkeit zu verbessern und dem Team zu helfen, besser mit der Persistenz umzugehen. Im Dezember lag der Fokus auf der Behebung von Fehlern und der Unterstützung der Alpha 3.12 Veröffentlichung. Dies beinhaltete Korrekturen für die zuvor überarbeiteten Spline-Following-Systeme, Restricted Areas und verschiedene Bereiche des Fahrzeugprogrammcodes. Das Ship-to-Station-Docking wurde weiterentwickelt. Wenn es implementiert ist, müssen die Spieler bei der Flugsicherung um Erlaubnis bitten, bevor das Dock richtig ausgefahren werden kann. Verschiedene Bereiche des Andockens müssen jedoch noch weiter ausgearbeitet werden, wie zum Beispiel das Konfigurieren von angedockten Schiffen wie die Merlin und Constellation in der VMA, in der Vehicle Manager App. Auch bei der Aegis HUD-Visualisierung wurden Fortschritte erzielt, indem weiterhin Elemente implementiert und neue Funktionen für die Visualisierung und Funktionalität erforscht wurden. G2
Gegen Ende des Jahres 2020 konzentrierte sich das Grafikteam auf die Verbesserung der Stabilität und die Behebung von Fehlern in Alpha 3.12, einschließlich der Behebung eines sichtbaren Dither-Musters, wenn die Sonne von einer Wolke verdeckt wurde. Außerdem wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Gaswolken und Partikel innerhalb von Raumschiffen abgeschnitten wurden, indem die volumetrischen und Partikel-Culling-Systeme verbessert wurden. Mehrere andere Fehler, darunter Popping Shadows, also aufploppende Schatten, und zu helle Kamerabilder, wenn ein Planet hereingestreamt wurde, sind ebenfalls behoben worden. In Alpha 3.12 wurden unter anderem Gaswolken eingeführt, wobei das Ziel für das Beleuchtungsteam es war, dass die Wolken sich nicht zu flüchtig oder feindselig anfühlen. Das Ziel war, dass sie sich wundersam und ruhig anfühlen, während sie auch zum allgemeinen Farbschema des Stanton-Systems passen. Die Raffineriedecks erforderten den umgekehrten Ansatz. Diese Orte, die sollten sich heiß und ungemütlich anfühlen. Zu guter Letzt hat das Team, wie bei jeder Patch-Veröffentlichung, Fehler behoben und Optimierungen vorgenommen. Derzeit konvertieren sie ältere Schauplätze auf das neue Runtime-Cube-Map-System, um Speicherplatz freizugeben und die Genauigkeit von Reflexionen und Umgebungslicht zu verbessern. Das Player-Relations-Team möchte ich mit einem kurzen, aber sehr wichtigen Punkt ansprechen, denn neben den ganzen Community-Events und Veranstaltungen haben sie ein Aufgabenwachstum von mehr als 40% von 2020 gegenüber 2019 festgestellt, sodass sie das Team entsprechend vergrößert haben und den Service, die Arbeitszeit, auf 7 Tage die Woche ausgeweitet haben. Was ich eine erstaunliche Nachricht finde. Weiter geht's zum Props-Team, dem Team für die Requisiten für die Levelausstattung. Das Props-Team beendete das Jahr 2020 mit der Arbeit an den Wandpanels gemeinsam mit dem Social AI-Team. Sie erstellten die Template-Geometrie für die Bedienelemente und die Komponenten und Unterkomponenten, die mit der neuen Performance-Erfassung arbeiten. Es war eine Überarbeitung erforderlich, um eine Metrik zusammenzubekommen, die es sowohl den männlichen als auch den weiblichen Charakteren ermöglicht, die Unterkomponenten auf dem oberen Panel zu erreichen. Aufgrund dieser Änderungen waren auch kleinere Nacharbeiten an den gemeinsamen Komponentenverschlägen erforderlich. Bei den Props wurde am kooperativen Fortbewegungssystem gearbeitet, insbesondere am Schieben und Ziehen von Trolleys, von so Schubwagen. Dazu mussten zuverlässige Metriken für die Trolleys erstellt werden und technische Hürden für Interaktionen und Radbewegungen überwunden werden. In den kommenden Monaten wird die bestehende Bibliothek von Trolleys auf dieses neue Setup portiert. Das Props-Team erstellte neue freistehende Aufzugpanels, sowohl für Hightech- als auch für Low-Tech-Standorte. Dies beinhaltete eine neue Metrik, die an die bestehende Konsolenmetrik angepasst wurde. Schließlich wurden Aufgaben für ein bevorstehendes In-Game-Event erledigt, das maßgeschneiderte Missions-Props erforderte. Und zu guter Letzt das VFX-Team. Das beendete das Jahr mit einem kompletten Durchlauf der neuen Raffinerie-Deck-Location, wobei geschmolzenes Metall, Funken und Dampf hinzugefügt wurden, wie ja diejenigen von uns wissen, die die Raffinerien besucht haben. Die Arbeiten an mehreren Fahrzeugen und Raumschiffen, darunter eben die Crusader Mercury und die Esperia Talon, wurden neben den visuellen Effekten für die neuen Waffen der Alpha 3.12 hinzugefügt. Der letzte Schliff wurde an den neuen Scientistins Fields Schildaufprall-Effekten vorgenommen, die auf der Idris zu sehen sind und bald auch auf andere Raumschiffe und Fahrzeuge ausgeweitet werden wird. Neue Waffeneffekte für Raumschiffe und Fahrzeuge wurden ebenfalls fertiggestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Lesbarkeit lag, um das Spielerlebnis während des Kampfes zu verbessern. Und zuletzt arbeitete das VFX Tech Art Team eng mit den Art- und Design-Teams an der Veröffentlichung der Lagrange-Punkt-Gaswolken für Alpha 3.12. Ja, was haben wir gelernt, fragt Jared immer am Ende seines Insights Star Citizen. Was haben wir heute in meinem Video gelernt? Ich bin ganz schön platt, eigentlich wie jedes Mal bin ich erstaunt, an welchen Themen insgesamt gearbeitet wird, wie umfangreich die Arbeiten noch sind. Etwas verwundert war ich tatsächlich, dass der Star Citizen Newsletter wesentlich umfangreicher ist als Squadron 42. Man könnte glatt die Annahme bekommen, dass Star Citizen im Moment den Fokus der Entwicklung inne hat. Dass dem nicht so ist, wissen wir natürlich.
der Fokus liegt ganz klar auf Squadron 42, aber die Community interessiert sich überwiegend für die Entwicklung von Star Citizen. Und das ist ja auch das, was wir täglich regelmäßig zu Gesicht bekommen. Ich bewundere wieder die Verbundenheit der Entwickler mit dem Spiel, dass sie solche genialen Köpfe dort sitzen haben, die sich hinsetzen. Das haben wir ja schon einige Male erlebt, dass CIG, die Führungsebene, eigentlich keinen Plan hatte, wie sie das mit dem prozeduralen Planeten umsetzen sollen oder mit einem ganzen Stadtplaneten. Und es sind einzelne Entwickler, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich setze mich mal ein paar Wochenenden hin und bastel das für euch. Und hier jetzt wieder der Will, der sich hinsetzt und mal eben so eine ein Flusswerkzeug baut oder sich jetzt Gedanken macht über Granaten, die den Boden verändern. Das ist genau das, was ein erfolgreiches Projekt ausmacht und dass CIG das dann auch gleich in den Videos zeigt, im Format dieses Inside Star Citizen, zeigt ja auch, dass die Führungsebene nicht sagt, ey, was machst du da für einen Scheiß, du sollst dich hier an deinen Projektplan halten, sondern dass sie sagen, ey, geil, das müssen wir zeigen, das ist cool, das verfolgen wir weiter. Und das freut mich sehr und ja, motiviert mich einfach weiter an diesem Projekt dran zu bleiben. Und ich freue mich wie jeden Patch auf die Verbesserungen, die kommen werden. Insbesondere jetzt erstmal die grafischen Verbesserungen. Ja, ein Calling All Devs steht an, voraussichtlich dann am nächsten Wochenende. Das werde ich euch natürlich dann auch übersetzen. Mal gucken, was jetzt so kommt. Wie gehabt, wenn es was Interessantes zu erzählen gibt, dann übersetze ich euch das hier. Die Verse Night wurde gefragt, wo ist denn die geblieben? Wie gesagt, im Januar machen Mitch, Danny und ich immer eine Winterpause. Zum einen, weil es wenig zu erzählen gibt aufgrund der Winterpause von CIG. Zum anderen, weil auch wir ganz gerne mal eine Pause haben. Im Februar, wie gehabt, am zweiten Dienstag des Monats geht es weiter. Und ich kann euch heute schon sagen, schon die erste Sendung wird ein Kracher. Schaut rein, ich freue mich schon riesig auf euch und es geht dann auch gleich im März weiter mit dem nächsten Kracher, aber das werden wir dann in der Verse Night im Februar dann entsprechend ankündigen. Freut euch schon mal drauf. Jetzt bedanke ich mich erstmal für das Zuschauen. Wünsche euch ein tolles, gesundes Jahr 2021, sowohl auf eurer persönlichen Ebene als auch ein tolles, spannendes Star Citizen Jahr 29, 51 ist es, glaube ich. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Cheers.